Wir sind Marion, Stefan und Kisma und zusammen mit unserem selbstgekauften Campervan Toni versuchen wir, unsere freien Tage mit Reisen zu verbringen. Wer also innovative Stellplatzvorstellungen, perfekt recherchierte Wohnmobilrumtouren, die neuesten Campinginfos oder einfach nur in Perfektion gestaltete YouTube-Videos sehen möchte, der sollte lieber auf anderen Kanälen suchen. Wem aber unser Stil gefällt und ein wenig dem Alltag entfliehen möchte, ist herzlich eingeladen. Heute sind wir mit euch auf einem unserer Lieblingsplätze. Sehen völlig eskalierende Hühner. Stimmungsvolle Bilder. Und für die kulturell Interessierten etwas Schwanensee. Guten Tag. Hast du geguckt, wo du gerne stehen möchtest? Ja, wir werden ganz durchfahren, dann nach links, und da ist ja dieser Wendekreis und dann... Ja, aber du musst nicht über das Gras fahren, und dann ist immer, dann kommst du nicht mehr weg. Das drin drehen, ja. auf die Block, also Stein, ne? Ja. Wenn wir 10 cm mal eben wegfahren, wenn wir nicht. Du hast ja jetzt so noch die Sandbot bei, ne? Nein. Wo soll ich die denn noch hingepackt haben? Ich hab noch keine Halterung. Neuen Video. Und zwar sind wir in Niederlande gefahren. An diesem Stellplatz sind wir jetzt zum dritten Mal. Das ist sehr, sehr schön hier. Sehr ruhig. Dann ist hier so ein kleiner Teich. Wir haben letzte Mal auf der anderen Seite gesessen. Also wer uns auf Instagram zwischendurch mal ein bisschen folgt, der hat vielleicht noch die Bilder vor Augen mit den tollen Sonnenuntergängen. Und dem Steg, der jetzt völlig unter Wasser steht. Deswegen konnten wir uns auch nicht da hinten hinstellen, wo wir letztes Mal gestanden haben. Weil das ist wohl, er sagte, die Wiese so matschig, so nass, dass wir dann eventuell da nicht mehr wegkommen. Und deswegen mussten wir uns jetzt hier hinstellen. Hier sind so, ja, wie so Beton- oder Gehwegplatten in den Rasen eingelassen, auch so Rasensteine, wo man das dann halt befahren kann und sich hier hinstellen kann. Also zumindest die Stellfläche ist damit ausgekleidet. Das ganze Wochenende dient so ein bisschen so der Vorbereitung für unsere große Reise. Wir sind jetzt extrem wenig gefahren wegen dem Wetter. Ja, das Wetter hat ja dieses Jahr, also Anfang des Jahres bis jetzt März, überhaupt nicht mitgespielt. Ja, dadurch, dass wir dann auch den Toni im November bekommen haben, haben wir dann auch die ganze TÜV-Sache, die ganze Dichtigkeitsprüfung und das alles immer zum Ende des Jahres, was auch gut ist, was auch super ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem Wetter hatten wir echt keine große Lust gehabt, irgendwo
wegzufahren. Weiß Gott nicht, das war also wirklich sehr bescheiden. Ja. Jetzt spielt das Wetter, also von der Sonne her, spielt echt mit. Ne? Aber das Ganze ist jetzt hier ziemlich windig, ziemlich frisch, aber wir werden trotzdem das Beste draus machen. Die Sonne, die täuscht. Ja, trotzdem werden wir uns dann jetzt ein bisschen dementsprechend anziehen und nochmal eine Runde mit dem Fahrrad machen. Wir haben jetzt 16 Uhr. Wir sind wieder mal später losgekommen, als wir eigentlich wollten. Aber es ist, wie gesagt, wir haben jetzt mehr oder weniger lange Zeit Pause gemacht. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, ob alles am richtigen Ort war, ob alles richtig gepackt war. Und wie gesagt, das dauert dann halt immer so ein bisschen länger, bis man dann wirklich wieder drin ist. Und deswegen wollten wir auch nicht irgendwo dann auf große Fahrt gehen, ohne das, ne, um wieder in den Rhythmus reinzukommen. Auch, sag ich mal, in den Rhythmus reinzukommen, dann vielleicht auch wieder das Ganze vielleicht auch für YouTube aufzubereiten. Hui, du bist klasse. Diesmal kann das nicht abwarten. Das war's dann. Ich stehe mit den Fahrrädern dort. Ich wollte mich eigentlich hier ein bisschen hinter dem Strommast verstecken, um den Brachvogel da hinten aufzunehmen. Das Ganze ist hier so schlammig und sumpfig. Ich bin also sofort eingesogen. Ich wollte hier noch schnell raus. Der eine Schuh, der steckt noch drinnen. Ihr seht selber, wie ich aussehe, wie die Kamera aussieht. Das war wirklich, es hat so richtig an einem dran gesaugt, an den Füßen. Ich kam einfach nicht mehr weg. Und dann, dann bin ich, habe ich mich lang gemacht. Ein bisschen schlammig. Schade ist, dass ich wieder mit dem Rücken zugesaß und das nicht mitbekommen hat und keiner wieder gefilmt hat. Aber ihr seht, wie tief ich angesackt bin. Ich bin einfach mit dem Rücken Fuß stecken geblieben und ich habe sie nicht mehr rausgekriegt. Da steckt hier gerade noch der Schuh drinnen. Den hat Marion dann gerade wieder rausgeholt. Aber das ist halt Wildlife-Fotografie. Also ich habe gemerkt, die Tarnung, die ich anhabe, ist nicht ausreichend. Also musste ich versuchen, mich noch ein bisschen besser zu tarnen. Hat geklappt, würde ich sagen. Den Brachvogel habe ich auch verscheucht. So, dann zeige ich dich noch mal von vorne. Wow. Hab ich nur getan. Ja. Wir zwei sind schon so Pflegefälle. Einer von uns beiden macht sich immer lang. Aber du hast mich da hingeschickt. Ja. Aber ich habe nicht gesagt, laufen mitten durch das Matschloch. Du bist wunderbar. Du hast gesagt, geh zu dem Strommast. Nein, mein Mann. Du hast gesagt, geh zu dem Strommast hin. Ja. Und da war auch ein schöner Weg, der schön trocken war, doch. Das war überhaupt nicht trocken. Doch.
Aber du musst ja wieder den kürzesten Weg nehmen, ne? Sei froh, dass ich nicht ganz versunken bin. Ja. Das war gar nicht der kürzeste Weg. Das Schlimme war gewesen, dass ich, als ich gemerkt habe, im ersten Schritt, ich versinke, habe ich gedacht, wenn du jetzt ganz schnell gehst auf die andere Seite, da wird's besser, weißt du? Und es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Der zweite Schritt, der war dann so, dass ich da nicht mehr mit dem Schuh rauskam, dass der Schuh direkt hier drinnen blieb. Ja, und dann saß ich da. Dann habe ich um Hilfe gerufen. Das heißt also, du hast extra noch einen kleinen Umweg gemacht, um in das Matschloch zu kommen, ja? Nein. Doch, hast du jetzt gerade gesagt. Nein. Du hast nicht den kürzesten Weg genommen. Der kürzeste Weg ist gewesen. Ich wollte ja den kürzesten Weg dann da rüber gehen, aber es wurde halt immer schlimmer. Ich habe gedacht, es wird halt besser da auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite wäre es auch besser gewesen. Du bist ja mir ja gar nicht gekommen. Nee. Wir sind schon zwei Pflegefälle. Na, gehst mal keinen Kaffeemarkt, gibt es halt für sie zum Frühstück Kekse. Und die macht jetzt so einen Affenzirkus, aber eigentlich steht die auch gar keine Leckerchen. Die macht jetzt so einen Affenzirkus. Ich will unbedingt, ich will es haben. Gib es mir. Und wenn sie es dann hat, sagt sie, hast du mir einen Affenscheiß gegeben? Jedes Mal das Gleiche. Aber wahrscheinlich sitzt der Vorführeffekt, wo sie es dann nicht macht, wo sie dann total. Möchtest du das haben? Fressen sieht anders aus. Das Leckerchen liegt da hinten noch. Sie steht, es geht ja eigentlich geht es der Kiste manchmal nur ums Betteln. Ja. Wir werden jetzt doch mal was anderes. Sie bunkert jetzt. Sie bunkert erstmal. Bist du so eins? So eins? Ja! So eins möchtest du? Ja, ist ja verrückt. So ein Leckerchen möchtest du? Oh. Das war's. So, sie meint jetzt so langsam kannst du mir mal die wirklichen Leckerchen geben. Aber das war's. Du hast einen Keks, du hast eine Geflügelstange. Da hinten liegt das, beides, das weiß ich. Und da gehst du jetzt erstmal hin und frisst das. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Da kommen meine beiden. Was entdeckt? Ja. Vorne war ein Schwarzkehlchen gewesen. Aber das war sehr scheu. Das ist immer wenn ich einen Schritt gemacht habe, sind immer zwei Schritte weiter weggeflogen. Und hinten auf der Wiese sind ganz viele Kiebitze. Die machen, denke ich mal, schon so die ersten Paarungsspiele oder Paarungsflüge oder keine Ahnung was. Die sind die ganze Zeit an dieses typische und sind da ihre Kunstflüge.
am Vollführen. Wie gesagt, einiges an Leben, was jetzt anfängt hier. In Sachen Vögel. Gisma hat auch wieder ihr Eigenleben hier, ne? Ja, die strömt hier rum. Gerade dort am Grasen gewesen die ganze Zeit. Ja. Dann habe ich da die ganze Zeit die Kiebitze beobachtet. Und auf einmal stand sie hinter mir. Ne? Ich war schon auch auf uns, ne? Hallo, na, wie war's? Ja, ich glaube, ganz erfolgreich. War sehr erfolgreich? Ja. Kiebitz habe ich ganz gut, glaube ich, aufgenommen. Ich habe versucht, ich habe so ein bisschen experimentiert. Ich habe dann auch so Zeitlupen versucht, sage ich mal, von den starren Schwarm, der da hingeflogen ist. Also, durch den Sucher sah das alles total super aus. Ne? Dann habe ich halt so ein bisschen mit den verschiedenen Auflösungen experimentiert. Wie gesagt, vom Kiebitz müsste eigentlich richtig schön was sein. Wie gesagt, von den Staren müsste eigentlich richtig was sein. Wie gesagt, durch den kleinen Sucher sieht immer alles gut aus. Ne? Mal schauen. Während uns Maren zu einem späten Frühstück Pancakes zubereitete, hörten wir plötzlich lautes Flügelschlagen und ein langgezogenes Planschen. Wir konnten dann sofort sehen, dass 4 Schwäne auf unserem Teich gelandet sind. Leider konnte ich diesen spektakulären Anflug nicht filmen, aber die folgenden Bilder sind auch nicht schlecht. Achtung, ich komme ins Bild.
Während wir mit unserer Morgenroutine beschäftigt waren, hörten wir plötzlich laute Geräusche auf dem Wasser. Ich habe dann sofort die Kamera angeschmissen und konnte noch einige Bilder von einem Revierkampf der Wasserhühner beobachten. So, der Wind ist ganz schön stark. Ich habe mich deswegen hier ein bisschen hinter Toni verkrochen. Ja, wir haben heute nicht so viel gemacht, beziehungsweise haben so ein bisschen, ja, sie mag den Wind nicht so, hat sich ein bisschen im Toni verzogen, macht der Kreuzworträtsel. Ich bin dann hier rumgelaufen und habe, also ich denke, tolle Aufnahmen gemacht von Schwänen, Grünspecht, Kiebitz. Ach, Wasserhühner und ach, ich weiß nicht, was alles noch drauf war. Ich denke mal, werdet ihr dann dementsprechend sehen. Deswegen, wie gesagt, ja, so viel ist halt im Moment nicht passiert. Aber wie gesagt, ist die erste Tour auch dieses Jahr. Wir müssen erstmal so ein bisschen reinkommen wieder und alles. Und dafür war es wichtig. Das Schöne ist, dass wir hier ja mit drei anderen Campern mehr oder weniger hier auf einem riesigen Platz alleine stehen. Und das ist auch schön. Gerade deswegen kann man auch dann gut und in Ruhe, sage ich mal, die Tiere beobachten und filmen. Es hat alles was für und wider. We said we'd be always you and me, for better or worse, bound together. And we danced last waltz, your pride, my faults. Thought our castles of sand were made to withstand the tide. Yeah.
machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal uns einen leckeren Salat mit Eier. Und French. Nee, Joghurtdressing. Mit Joghurtdressing. Und Vogelfutter. Und Vogelfutter? Nein. Möchtest du Vogelfutter dabei? Nein. Nein. Vogelfutter haben die Vögel schon häufig recht. Und nachher schnibbel ich dann Zwiebeln und du machst dann Bratkartoffeln mit Schnitzel Cordon Bleu. Ja? Ja. Gut. Du hast es ja gemacht. Und? Gut. Du bist in der Küche. Sehr gut. Als wir mit diesem Kanal angefangen haben, war eigentlich immer mein Plan, so eine Mischung von unseren Reisen zu machen mit Aufnahmen von der Umgebung. Und Aufnahmen so vom, ja, vom alltäglichen Leben. Und das ist immer so ein bisschen ins Hintertreffen gerückt. Also ich habe immer ganz, ganz viele Aufnahmen von der Umgebung, weil das mir halt auch sehr viel Spaß macht, das zu filmen. Und dieses, ja, ich stehe eh nicht gerne vor der Kamera. Und deswegen, das Ausschlaggebende war eigentlich immer, wir haben, sag ich mal, wenn wir filmen wollten, keine Ahnung, wie wir Essen kochen oder, wie gesagt, das dieses ganz normale Leben, dann war immer so viel Chaos da gewesen und haben gedacht, boah, das kannst du doch niemandem zeigen. Und wir haben aber auch nicht immer Lust gehabt, dann immer erstmal alles wegzuräumen, ne, um dann irgendwie, keine Ahnung, für 30 Sekunden Film dann im Endeffekt. Dann bin ich jetzt aber nochmal in mich gegangen und habe mir gedacht, gut, es gehört aber eigentlich dazu. Wir sind vielleicht ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, ob chaotischer als andere. Und wem das nicht gefällt, der soll einfach nicht zugucken. Aber wie gesagt, es war immer das, was mir an unseren Videos fehlte. Und das möchte ich jetzt im Nachhinein oder jetzt ab jetzt ändern. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es mir dann letztendlich dann irgendwann auch wirklich so gefällt. Aber ich werde das mal ausprobieren. Ja, und wie gesagt, ihr müsst dann mit unserem Chaos klarkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon gesagt haben. Wir hatten zwar gerade uns darüber unterhalten. Ich meine, ich habe es auch aufgenommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. Also, wenn wir irgendwo auf Reisen sind, jetzt gerade, sage ich mal, Wochenende und irgendwie auch auf längeren Trips, dann sind wir eigentlich im Essen einfach ziemlich einfach. Also wir haben sehr oft, sage ich mal, irgendwie Fertiggerichte, irgendwie fertig abgepackte Sachen. Gerade eben haben wir halt einfach so einen Salat aus der Tüte mit Dressing und Ei. Jetzt gibt es halt Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Cordon Bleu. Aber alles, ja, alles aus dem Supermarkt. Also wer unser Chaos nicht mag und auch nicht mag, wie wir kochen, wie gesagt, dann guckt uns nicht. Ne? Also jetzt die Abonnements gehen jetzt wahrscheinlich gerade unter die 1000 zurück. Nee, wie gesagt, es ist halt, ja, es
wir haben halt nur eine begrenzte Zeit, sag ich mal, um unterwegs zu sein. Und dann wollen wir unsere Zeit halt nicht mit Essen kochen und Essen zubereiten, vertrödeln. Da mag jemand oder andere mögen da anders denken. Aber wie gesagt, wir haben halt lieber oder legen halt lieber Wert als auf andere Sachen. Und ja, Currywurst mit Pommes ist auch toll. Sind halt die Ruhrpott-Camper. Ja, dann mal guten Appetit, ne? Dankeschön, das wünsche ich dir auch, mein Schatz. Hast du toll gezaubert. Haben wir zusammen gezaubert, ne? Ja. Das war der Samstag, den haben wir gut rumgekriegt. Die Gizma hat's genossen. Das war, wie gesagt, jetzt nach langer Zeit unsere erste Fahrt, wieder unser erstes Wochenende. Während ich so mit der Kamera hier rumgemacht habe, ist Gizma immer mitgekommen und ihr totalen Spaß gehabt. Ich habe totalen Spaß gehabt. Maren hat das halt ganz ein bisschen dazu genutzt, um zu relaxen. Das Besondere auch hier an diesem Platz ist, man kann Sonntag bis 18 Uhr buchen für 5 Euro extra. Das haben wir auch gemacht. Dann können wir ganz entspannt. Wir können morgen noch ein bisschen was unternehmen vielleicht. Noch ein bisschen ganz, ganz ruhig machen, weil, wie gesagt, wir sind 50 Minuten von zu Hause weg. Strom kostet 3,50 Euro hier, das haben wir nicht gebraucht. Und die Übernachtung kostet, ich glaube, 16 Euro. Das wären 16,32, das wären ja eigentlich 37 Euro, aber ich glaube, die haben es vielleicht ein bisschen erhöht. Ich habe 38 Euro bezahlt für, wie gesagt, 2 Nächte ohne Strom mit der Zusatzoption bis 18 Uhr. Wir werden jetzt noch ins Bettchen gehen. Da werde ich das iPad anmachen und da werden wir unsere Serien gucken. Ja. Das ist jetzt immer, also dann abends im Toni, meine Abendbeschäftigung, bevor wir schlafen, noch ein, zweimal was gucken. So eine von unseren Serien und so was andere, wie gesagt, ein Rotweinglas oder ein gutes Buch ist für mich abends halt vorm Schlafen nochmal ein bisschen Fernsehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, also wir sind es euch noch schuldig, den Platz euch vorzustellen. Wir bringen den Abfall jetzt noch weg und wir starten mal von Anfang an jetzt. So, da sind wir jetzt am Eingang angekommen. Da vorne ist dann die Anmeldung, wo man sich hinstellen kann, zeige ich gleich noch. Hier ist die Straße, die man dann lang fährt. Wenn man das eingibt auf Google, zeigt einem Google praktisch den Weg vorne, wo der Weg anfängt. Und dann muss man, wie gesagt, da vorne steht aber auch ein Schild, dann einfach rechts abbiegen und dann zur Anmeldung fahren. Hier ist die Hundespielwiese. Aber die Mutti kommt da nicht rein, das ist bombenfest. Aber ich glaube auch nicht, dass die Kiste da unbedingt scharf drauf ist. Ja, aber wir können trotzdem gesagt, da reingehen. So sieht's aus. Ich guck mal, ob ich da was machen kann.
Sehr schön. Okay, so. Dann mach's auf. Ja, so. So. Diesmal hat er immer... Komm. Gerade da, wo Hunde erlaubt sind, hat die Kisma jede Menge Respekt. Die ist am liebsten da, wo Hunde nicht erlaubt sind. So, ne? Er war groß und weitläufig hier für die Hunde. Gerade für Hundebesitzer. Ne? Sehr, sehr groß. Aber hier liegt auch ganz viel Hundehaufen. Schon aufpassen. Ja, die sollte man dann eigentlich als Hundebesitzer wegmachen. Ja. Auch wenn das hier eine Hundespielwiese ist. Hier ist dann die Anmeldung. Hier kann man sich praktisch hinstellen, wenn man ankommt. Und dann kann man sich hier praktisch dann da drinnen anmelden. Ne, da steht Anmeldung. Wenn gerade keiner da ist, sage ich mal, da ist so eine Ring-Schelle auch, da einfach schellen, ne, dann kommt jemand und macht die Anmeldung. Hier, passend dazu zu meinen Aufnahmen, scheint auch ein Vogelfreund zu sein. Da hängen jede Menge Nistkästen und Futterhäuser und sowas. So, hier kann man seine Fahrräder abstellen und auch gleichzeitig seine E-Bikes mal laden, wenn man das Bedürfnis hat. Und die Fahrräder sind hier auch geschützt durch ein Dach. Ist schon mal ganz gut. Ja, das hier ist der Chef vom Platz. Er hat mir jetzt hier freundlicherweise nochmal Licht angemacht. Hier ist dann, sag ich mal, da hinten stehen wohl Mikrowellen. Für die Tente, genau, da ist noch ein Kühlschrank. Hier ist dann wohl der Partyraum. Ich glaube, im Sommer sehr beliebt, gerade unter den Holländern, die hier wahrscheinlich dann immer schön ihre Feste feiern, hinten schön mit Stammtisch. Ich denke mal, der Fernseher ist dann wahrscheinlich auch irgendwo für Fußball oder Sport oder sowas da. Also echt schön hier alles. Hier wäre dann der Platz neben dem Sanitärgebäude, um die Chemietoiletten zu entsorgen. Haben wir keine mehr, brauchen wir nicht mehr. Aber für den Fall, ne, wenn ihr das braucht, das wäre dann dort. Das hier ist dann das wunderhübsche Sanitärgebäude. Das alles im Preis dann mit inbegriffen ist, wie gesagt, 16 Euro. Hier hat man im Grunde genommen alles, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, das vielleicht nicht alles bräuchten, sag ich mal, weil wir ganz gut autark stehen können, ne? Aber wie gesagt, für alle anderen. Ich mache das Ganze jetzt hier ein bisschen alleine, weil Kisma kann hier oder darf hier nicht mit rein. Hier hat man dann halt Spülbecken und eine kleine Tischgruppe hier in der Mitte. Dann hat man auf der linken Seite halt WCs und Duschen für die Damen. Da drüben ist nochmal eine Waschmaschine oder ein Wäscheraum. Ich glaube, die Mann hat gesagt, 3 Euro kostet das Ganze. Dann mit Automaten links in der Ecke. Wie gesagt, hier Waschmaschinen und Wäschetrockner. Ja, hier, wie gesagt, ist das Ganze für die Männlein.
Hier halt die WCs. Und hier dann nochmal die Duschen. In die ich mich dann jetzt auch begeben werde. Also man kann hier auf dem Platz nicht nur mit Wohnmobil, Wohnwagen und Zelt stehen, sondern die haben hier auch so ein paar kleine Tiny-Häuschen und da drüben glaube ich noch so ein Zelt, die man mieten kann. Man kann hier so ein bisschen reingucken mit Fernsehen, Kühlschrank ist da zu sehen. Preise habe ich jetzt nicht im Kopf, wenn ihr Interesse habt, müsst ihr halt selber auf der Seite nachschauen. Hier ist dann noch so ein kleiner Platz. Ich weiß nicht, ob hier auch Dauerplätze sind. Und da ist so eine kleine Bullbahn. Hinten sind so, ist so ein kleines Fußballfeld. Ja, ja, Feld. Aber mit so kleinen Toren. So, jetzt sind wir an der Abfallentsorgung. Hier kann man dann Glas, Plastik und alles auch trennen. Haben wir jetzt nicht gemacht, dafür hatten wir nicht zu wenig Platz im Ton. Doch, haben wir gemacht. Wir trennen immer. Okay, gut. Okay. Ja, dann ist jetzt hier die Abfallentsorgung. Das war ein Scherz. Werf einfach den Abfall da rein. Komm, ich komme hinterher. Ja. Oh Mann. Okay. So, weiter geht's. Und da hinten scheinen noch so Feuerroste zu sein, die man sich dann wahrscheinlich im Sommer ausleihen kann, um dann dementsprechend hier Feuer zu machen. Hier hinten ist so ein kleiner Tümpel, der ist auch ziemlich hoch voll Wasser. Da hinten ist so eine Bank, die ist voll im Wasser. Hier sind so ein paar Weiden, eigentlich sehr schön angelegt. Hier sind ab und zu auch mal Enten gewesen. Die Schwäne sind, als sie vor dem Fischreiher geflohen sind, hier auch rein. Aber wie gesagt, wunderschön. Muss, glaube ich, auch ziemlich fischreich sein, weil es waren eigentlich immer ständig irgendwo Kormorane hier gewesen. Und die Mama macht nochmal einen Schwenk, weil da hinten stehen wir. Und wie ihr seht, sind wir fast alleine hier auf dem ganzen Platz. Da stehen wir mit Toni. Da standen wir auch das allererste Mal, als wir hier auf dem Platz waren. Beim zweiten Mal standen wir auf der anderen Seite. Wunderschön, optimal, abends mit untergehender Sonne, alles. Konnten wir jetzt diesmal nicht stehen, deswegen stehen wir wieder dort, weil die Wiese dort zu nass ist, wir uns da wahrscheinlich hätten festfahren. Deswegen hat der Platzbesitzer gesagt, wäre ihm lieb, wenn wir auf dieser Seite uns hinstellen würden. Man sieht auch, das Wasser ist sehr, sehr hoch. Die Brücke ist teilweise unter Wasser, was ihnen sonst aber nicht ist. Aber ich blende mal Bilder ein vom letzten Mal, wo wir hier gestanden haben, die wir hier gemacht haben, weil da haben wir eigentlich nur Fotos gemacht. Aber die kann ich dann jetzt kurz mal einblenden. Genau. Sind ein paar schöne dabei gewesen. Und hier habt ihr erstmal einen Überblick über den ganzen Platz. Wie schön das doch ist. Schlicht, einfach, aber schön. Und sehr ruhig. Ja, und damit geht unser Wochenende, unser
schönes Wochenende hier auf Camping Wettland zu Ende. Wir haben das hier nach langer Zeit endlich wieder genossen. War ein bisschen windig, aber ansonsten war das Wetter ganz toll. Ich konnte halt hier meiner Vogelleidenschaft mich völlig widmen. Und ich hatte letztens unter dem letzten Video, wo es um die Vögel ging, so einen Kommentar so nach dem Motto, ich kann mich jetzt nicht genau an den Wortlaut erinnern, aber so nach dem Motto, schöne Vögel, leider haben wir solche Vögel noch nie gesehen. Und nach dem Malheur, was mir am ersten Tag passiert ist, und ich meine einzige dicke Jacke, die ich mit habe, versaut habe, haben wir uns dazu entschieden, hier am Platz zu bleiben. Das heißt, alle Vogelaufnahmen, die zu sehen sind, sind hier auf dem Campingplatz entstanden. Und ich glaube, wenn man jemand anderes fragt, der hier war, zu diesem Zeitpunkt, wie viele Vögel er gesehen hat, dann wird er vielleicht wenn es hochkommt, sagen, ein Wasserhuhn war da oder ein Blässhuhn war da. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Vögel ich wirklich oder wie viele Vogelarten ich genau gefilmt habe. Ich blende das jetzt hier mal irgendwo ein. Ich glaube, das waren nicht wenig. Und das waren nur die Vögel, die ich wirklich, sage ich mal, gefilmt habe. Ne? Die etlichen Vögel oder Vogelarten, die wir noch gesehen haben oder die ich noch gesehen habe, die ich nicht gefilmt habe, gar nicht mit eingeschlossen. Es ist einfach, die Vögel sind da. Man muss einfach nur die Augen aufmachen. Also meine Empfehlung ist, auch wenn ihr jetzt nicht irgendwo eine teure Fotoausrüstung euch direkt anschaffen müsst oder es wahrscheinlich auch nicht macht, aber so ein einfaches Fernglas von irgendwie von einem Discounter tut es für den Anfang auch. Und es ist unglaublich, wenn man wirklich danach guckt, was man so alles in der Natur entdeckt. In dem Sinne, sage ich mal, bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye. Was ist das? Der ist uns aber nicht geheuer. Geh ich doch mal gucken, wo die sind, ob da auch Fische sind. Der kommt näher. Was will der von uns? Geh lieber. Der hat ja gar keine Angst vor uns. Das ist mir nicht geheuer. Dann schließe ich mich mal meinem Kollegen an. Die wollen gar nicht mit mir spielen. Dann hau ich wieder ab. Mal gucken, was hier noch so los ist.